Notebooks, PC und Technik. Eigentlich könnte der Titel dieser Sendung auch sein, das große Sparen. Wir haben jetzt mal endlich richtig viel Zeit, Ihnen viele Refurbished-Produkte zu präsentieren. Also nur Markenprodukte, die richtig ordentlich runtergesetzt sind vom Preis her. Warum genau und wie das funktioniert, erklären wir Ihnen im Laufe der Sendung. Aber Fakt ist, wir haben hier alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen. HP, Fujitsu und Apple-Geräte sind auch mit dabei. Und du hast jetzt endlich mal die Gelegenheit, uns alles ausgiebig zu zeigen und zu erklären. Ja, ich finde das toll, dass wir mal Zeit haben, das alles zu zeigen. Also erstmal, was du gesagt hast, refurbished, ist natürlich der cleverste Weg, überhaupt Computer zu kaufen, weil sie kriegen hier ein Markengerät zu einem Preis, der so weit runtergesetzt ist im Vergleich zum Neupreis. Und das ist absolut identisch zu einem Neugerät für mich. Also es ist optisch, technisch einwandfrei, erste Wahl. Was Sie hier bekommen. Refurbished bedeutet, die Rechner waren schon mal in Betrieb, wurden von Leuten benutzt und sind dann eben geleased worden. Und diese, wenn die Leasingperiode vorbei war, wurden die zurückgegeben. Sie kennen das vom Auto. Da wird auch gut mit umgegangen. Wir haben das dann dem größten Refurbisher in Europa gegeben, dass er die nochmal checkt und aufbereitet. Da wird also gründlichst sauber gemacht. Jedes elektronische Bauteil wird nochmal gecheckt. Es wird ein Dauerbelastungstest gemacht. Sie kriegen hier ein 1A-Gerät, aber zu einem Preis, der also wirklich unerhört ist. Wir fangen an mit unseren, ich sag mal, HP-Laptop-Festspielen. Wir haben hier los geht's. Ja, ist doch so, ne? Ja. Wir haben hier drei Laptops von HP. Das ist also wir fangen mit dem kleinen hier an. Klein ist auch falsch gesagt. Es ist ein super Rechner hier, wirklich für jeden Einsatz geeignet hier. Ein super Allround-Rechner. Sie sehen, der Bildschirm ist schon mal sehr, sehr schön. Wir haben einen 14-Zoll-Bildschirm. Der ist sehr groß, finde ich, dass man alles sehen kann, aber auch klein genug und kompakt genug, dass man den hin und her nehmen kann. Und dabei ist er noch super schick. Ich gebe ihn dir mal, Moni, dann kannst du den mal. Das sieht besser aus, wenn du den zeigst, als wenn ich den zeige. Der ist schick, danke, ne? Ja, auf jeden Fall. Ein richtiger Hingucker. Gefällt mir sehr gut. Und das ist jetzt ein Elitebook. Elitebook ist die Geschäftsrechnerreihe von HP. Das heißt, die Rechner sind dafür gemacht, dass sie eben auch mal einen Stoß abhacken können, dass sie sehr robust gebaut sind und dass man sich darauf verlassen kann. Das heißt, da sind die besten Bauteile mit eingebaut. Die halten wirklich einiges aus und sind dabei noch sehr elegant und fassen sich eben auch schon mal an wie so ein Qualitätsrechner. Also es ist ganz was anderes als ein Rechner, den Sie sich jetzt normalerweise kaufen würden für 600-700 €. Der Originalpreis bei diesem Rechner liegt weit über 1.000 €. Und das ist der Preisvorteil, von dem wir gesprochen haben hier, für nur 350 wow. Euro. Ich wüsste nicht, dass man überhaupt einen Laptop für 350 Euro kriegt. Und das reicht kein HP, ne? Und schon gar keinen HP. Ja, aber so diese normalen Rechner, die fangen ja so bei, ja, ich sag mal, 450, 500 Euro an, die Laptops. Das sind dann aber keine Markenrechner, das sind keine Geschäftsrechner, die halten solche guten Sachen eben nicht aus. Wir schauen mal auf Pearl.de, was sie da heute auch noch sparen. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Bei Pearl.de liegt der Preis bei knapp 380 Euro und Sie sparen jetzt in dieser Sendung noch mal 30 Euro. Wie gesagt, 349,99 € für einen HP-Rechner, für ein HP Elitebook. Das ist schon echt ein absoluter Preisknaller. Fühlt sich auch super an in der Haptik, oder, Moni? Ja, auf jeden Fall. Und der ist auch sehr robust. Also ich kann jetzt hier echt hin und her wackeln, wie ich will. Ja. Diese Scharniere, die sind echt stabil. Ja. Sonst kennt man ja andere Laptop-Geräte, da ist das echt wackelig. Ja, da flimmert dann auch der Bildschirm oder genau, so. Genau, ne? Aber hier, das hält echt was aus. Ja, und Sie sehen das hier, das Video läuft. Also es ist also von den Werten natürlich auch hervorragend hier. Ich lese das ganz kurz mal vor. Ein Core i5-Prozessor, ein moderner. Das heißt, da können Sie sich über Jahre hinaus drauf verlassen, von Intel natürlich. Sie haben 8 GB RAM. RAM wollte ich mal einmal auch erwähnen hier ganz kurz. Das ist die Größe des Speichers. Das heißt, hier kann ich dann mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen lassen, vielleicht mehrere Filme gleichzeitig laufen lassen. Microsoft empfiehlt 4 GB, wir haben hier sogar 8 GB, da können Sie sich also wirklich darauf verlassen, dass der immer funktioniert, über Jahre hinaus. Wir haben eine große 256 GB große SSD-Festplatte. SSD, das sind diese Festplatten, die eben keine beweglichen Teile haben. Dadurch sind sie sehr leise, weil sie keinen Lüfter brauchen und brauchen natürlich auch deutlich weniger Energie und sind deutlich schneller als normale Festplatten. Hier sehen wir nochmal in seiner ganzen Schönheit, er hat auch so diese Aluminium
Aluminium-Optik. Also es ist ein richtig hochwertiger Rechner. Schauen Sie mal. Der Neupreis liegt hier bei 1.199,99 Euro. Das heißt, Sie sparen hier bares Geld und das ist cleveres Kaufen. Mhm. Guck mal, wenn man sich so einen Laptop kauft heute, dann setzt man sich ja immer irgendein Budget. Was würdest du so als Budget nehmen? So 700, 800 Euro? Ja, mehr, allerhöchstens. Ja. Ja, weil man hat das Geld einfach nicht, da Geld für was man ausgeben würde, für ein Auto auszugeben. Hier sparst du richtig Geld dafür und kriegst eben auch noch einen Rechner, der normalerweise außerhalb deines Budgets liegt. Also es ist richtig clever, sich hier einen Refurbished-Rechner zu kaufen. HP ist ein Markenname, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die machen seit über 50 Jahren, sind sie Weltmarktführer hier in Computern. Und das macht einfach Spaß, an so einem hochwertigen Rechner zu arbeiten. Das ist richtig, man fühlt das gleich, ne? Im Unterschied zu einem anderen Rechner. Du sagtest, die Scharniere, die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet und auch eine richtige Tastatur. Das macht einfach Spaß, an sowas zu arbeiten, im Gegensatz jetzt zu etwas, was eben 700 Euro kostet oder 600 und kein Markengerät ist, was nicht so stabil gebaut ist. Also gerade wenn Sie einen Rechner brauchen, ist das die ideale Wahl hier für Sie, weil mit dem kann man alles machen, wofür man einen Rechner heute braucht. Hat natürlich auch eine Webcam drin, Lautsprecher, da können Sie sofort loslegen, wenn Sie den haben. Ja, loslegen können Sie, indem Sie jetzt direkt zum Hörer greifen und die folgende Bestellnummer durchgeben. Das ist die REF, steht für Refurbished, 1535 und die 569. Unser erstes HP-Produkt. Wir haben aber auch noch ein weiteres HP-Modell mitgebracht. Ja. Diesmal kein Elitebook, sondern ein Z-Book. Und das hast du hier uns auch mitgebracht. Direkt hier daneben ist das platziert. Das ist jetzt ein bisschen größer, ne? Hat eine andere Bildschirmdiagonale, richtig? Ja, das hat jetzt 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale. Das ist also ein bisschen größer. Dadurch haben wir dann hier, und ich zeige Ihnen das mal, natürlich auch Platz hier für eine numerische Tastatur. Da legen viele Leute Wert drauf. Und das ist ein Z-Book und das fühlt sich schon mal ganz anders an hier nochmal. Ich gebe ihn dir mal, Merve. Das ist ein wirklich wunderschönes, hochwertiges Gerät. Z-Book, und da werden Sie mit den Ohren schlackern, wenn ich Ihnen das erzähle. Z-Book, wir haben die gestern das erste Mal vorgestellt. Ne? Mhm. Das ist beeindruckend. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Die haben, Z-Book ist eine Serie von HP, da haben die sich vorgenommen, alles, was in einem normalen Desktop-Computer drin ist, das heißt von der Workstation, das sind diese großen Maschinen, die immer unterm Schreibtisch stehen oder auf dem Schreibtisch, das alles in eine kompakte Laptop-Form zu bringen. Und das ist Ihre Vorgabe gewesen für dieses Z-Book und das ist Ihnen hiermit eben gelungen. Wir haben hier also Werte drin, die du normalerweise wirklich nur bei großen Computern hast. Du hast hier einen Core i7-Prozessor drin, also nochmal die schnellste Serie von Intel, die hier drin ist. Du hast 16 GB RAM, ich hatte RAM vorhin erklärt, 4 GB ist vorgeschlagen von Microsoft, wir haben hier 16 GB drin. Wir haben eine 512 GB große Festplatte, also nochmal doppelt so groß. Und jetzt kommt eben diese ganze Sache, die noch dazu zusätzlich eingebaut wurden hier. Wir haben hier eine dedizierte Grafikkarte, das heißt eine extra Grafikkarte eingebaut mit 2 GB. Das heißt, Sie können jetzt hier auch Spiele machen. Ja, mach ruhig weiter. Der ist also wirklich so robust, dass der das auch alles hinkann. Und man kann ihn sogar hinlegen, ganz richtig hier. Aber diese Grafikkarte, wollte ich nochmal drauf eingehen, die übernimmt die Berechnungen von allen Grafiken. Das heißt, wenn Sie Grafikverarbeitung machen, natürlich ist das eine wahnsinnige Geschwindigkeitssteigerung, aber auch für Gamer. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie auf Ihrem Laptop irgendein Spiel spielen und es sieht nicht mal halb so gut aus, wie Sie es in der Spielezeitschrift gesehen haben, dann liegt das daran, dass da keine Grafikkarte drin ist, die sich damit beschäftigt. Das würde den Rechner zu sehr verlangsamen. Hier, der hat eine Grafikkarte drin und damit können Sie dann eben auch sogar Spiele machen, was eben so die Höchstanforderung für einen Rechner heutzutage ist. Es ist eine mobile Workstation von HP. Und Merve, der fühlt sich auch anders an als andere Rechner. Ne? Also dafür, dass der ja sozusagen einen großen Laptop vereint oder einen großen Computer vereint, ist der auch super leicht. Ja. Also das muss man nochmal dazu sagen, man kann den mit einer Hand tragen, das finde ich auch mal ganz wichtig. Und die Grafik ist natürlich der Wahnsinn. Also wir haben ja hier das Pearl-Video und die Grafik ist wirklich unglaublich. Ja. Dann diese schöne Tastatur und das Klicken finde ich auch toll. Ja. Also dass die Tastatur noch Geräusche von sich gibt. Ja. Also auch allgemein optisch ist HP natürlich wirklich sehr, sehr schön. Dieses Anthrazit-Matte, ne? Dann aber auch, dass man hier einfach so einen Absatz nochmal hat. Also das ist wirklich edel.
Ist richtig edel. Und heute braucht ja jeder einen Laptop. Also es fängt mit der Schule an. Ihr habt die in der Schule gebraucht, Moni, ne? Ja, das stimmt. Bei uns brauchte dann jeder irgendwann einen. Und das geht natürlich ins Geld, gerade wenn man viele Kinder hat oder so. Mhm. Ja. Dann ist das doch jetzt die perfekte Möglichkeit, hier zuzuschlagen. Ja, und da möchte ich auch noch mal was zu sagen. Die perfekte Möglichkeit. Es ist nicht üblich, heute einen Laptop zu bekommen. Überhaupt im Geschäft. Ne? Da sind die Regale sind leer. Muss man vorbestellen, wenn man es dann irgendwann kriegt, in 1, 2, 3, 4 Monaten. Hier, die Rechner haben wir alle ab Lager lieferbar. Das heißt, wenn Sie die heute bestellen, dann haben Sie die morgen, übermorgen, haben die in ein paar Tagen bei Ihnen zu Hause. Und hier bei diesem Rechner, das ist ein Hochleistungsrechner, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist so die Premium-Serie. Die ist normalerweise in Geschäften, ist immer so hinter Glas. Da muss man dann den Verkäufer holen, dass er das aufschließt, weil das eben so teure Rechner sind normalerweise. Bei uns eben für knapp unter 700 Euro. Wir schauen mal auf Völl.de, was Sie dabei auch noch sparen heute. Oh, da sparen Sie einiges. 100 Euro können Sie hier im Vergleich zum Pearl.de-Preis nochmal obendrauf sparen. Wie gesagt, der Preis ist sowieso schon viel, viel günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung des Original-Neuprodukts. Aber das sind neuwertige Geräte, die wir Ihnen hier präsentieren können. Und vor allem, die sind geprüft. Und das fand ich so eindrucksvoll, als du mir das mal erklärt hattest. Ne? Genau, dass ja Produkte, die aus der Produktion gehen, nicht so geprüft worden sind wie unsere Leasing-Rückläufer. Ja, das ist es eben. Also man hat es schon mal, dass man irgendwas Neues kauft, dann geht ein Pixel nicht, irgendeine Tastatur, irgendeine Taste geht nicht und dann ärgert man sich. Ne? Diese hier sind also geprüft von uns, haben sogar eine Dauerbelastung noch mal hinter sich gebracht. Alles wurde geprüft, gereinigt. Da können Sie überhaupt nichts falsch machen. Das ist jetzt hier nochmal, das ist ein Rechner, der normalerweise in der Vitrine beim Händler steht oder den der Händler erstmal sowieso bestellen muss. Den zum Preis. Und du hast gesagt, ne, so 700 Euro würde man heute für einen Laptop mindestens ausgeben müssen. Ne? Genau, würde ich auch sagen. Und gerade HP, also wenn wir da auch die unverbindliche Preisempfehlung sehen, was waren das, 2.900 Euro? Ja. Das ist ja unglaublich, dass man dann so ein Gerät für gerade mal 700 Euro bekommt, mit jeglicher Funktion, der auch der originale Preis sozusagen hergibt. Ja. Also wenn du die nebeneinander stellst, sieht man keinen Unterschied, weder in der Leistung noch von der Optik, noch von der Verarbeitung. Es ist halt erste Wahl, die wir Ihnen hier anbieten. Und da ist es eben was Besonderes, hier so einen hochklassigen Rechner jetzt zum normalen Preis zu bekommen. Ja, und haben Sie die kleine Prozentzahl unterm Preis gesehen? 77% sparen Sie da im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Ja, da mag man seinen Augen nicht trauen, aber es ist tatsächlich wahr hier bei uns bei Pearl TV. Und können Sie sich nach Hause bestellen mit der Artikelnummer REF 1532 und der 569. Das sind HP-Rechner, die sich schon bewährt haben. HP ist ja generell grundsätzlich auch eine bewährte Marke. Deswegen machen wir da auch an dieser Stelle weiter. Du hast uns noch ein weiteres Z-Book mitgebracht. Ja, das steht da neben dir und ich bitte dich mal, mir das rüberzureichen. Gerne. Was wir eben hatten, war das Z-Book G2. Jetzt haben wir ein Z-Book G3, das heißt, es ist eine Generation weiter. Ist ein bisschen teurer, aber bietet eben auch noch mal extra mehr. Wir haben jetzt nicht 16 GB RAM, wir haben 32 GB RAM. Das ist das Maximum, was überhaupt in so einen Rechner reingeht, würde ich sagen. Wir haben natürlich wieder eine riesengroße Festplatte hier drin, wieder 512 GB. Und wir haben hier so eine Sache, da denkt man gar nicht dran. Hier steht Bang & Olufsen dran. Bang & Olufsen, ich gebe den dir mal wieder, Moni. Bang & Olufsen ist so etwas, wo man normalerweise nur beim Aussprechen des Namens schon mal eine Null an den Artikel ranhängen muss. Ne? Die sind super schick, aber auch super toll. Die sind super toll von der Technik her. Das heißt, wir haben hier ein Soundsystem eingebaut. Das ist also das Nachfolgemodell von dem, was wir eben hatten, was noch mal mehr RAM hat, genau die gleiche Größe, also vom Formfaktor nicht so sehr zu unterscheiden zu dem vorgängigen Generation. Das ist neuer, das ist die neuere Generation, das ist die dritte Generation. Auch dieses hier ist wieder erste Wahl. Und jetzt, wenn ich auf den Originalpreis schaue, dann sehe ich, dass da eine 3 am Anfang steht. Du kriegst hier jetzt einen Rechner, der normalerweise weit über 3.000 Euro kostet. Wahnsinn. Wenn Sie sich diesen Rechner neu kaufen, müssen Sie weit über 3.000 Euro hinlegen.
bei uns eben zum TV-Sonderpreis. Das ist dieses Exklusive, sage ich mal, dieses Oberklasse-Modell von HP, ein ZBook, was eben alles, was in einem normalen großen Rechner drin ist, hier eingebaut hat und mehr. Anders kann man es nicht nennen. Auch dieser hier ist wieder wunderschön. Das ist so, ach, wenn Sie einen Rechner haben, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann ist das vielleicht so, dass Sie den erstmal anmachen, dann holen Sie sich eine Tasse Kaffee, dann holen Sie noch einen Zucker rein, rühren um, setzen sich davor und warten dann noch mal eine Minute, bis er fertig ist. Diese Rechner starten schnell und zwar immer und das über Jahre hinaus. Das ist der Unterschied hier zu einem Geschäftsrechner. Ich hatte einen Geschäftsrechner auch von HP, den hatte ich 4 Jahre. Der hat nach 4 Jahren immer noch genauso schnell gestartet, hat immer noch genauso schnell die Dokumente aufgemacht. Und vielleicht sind Sie es müde, von Ihrem Rechner so malträtiert zu werden, sage ich mal, und gönnen sich einfach mal was. Das ist so die ideale Gelegenheit, sich jetzt mal was zu gönnen hier, weil dieser TV-Sonderpreis von 849,99 € im Vergleich zu diesen weit über 3.000 Euro ist einfach der Hammer. Von denen haben wir immer natürlich nur ein gewisses Kontingent. Das heißt, das sind halt diese Leasing-Rückläufer. Die können wir auch nicht nachbestellen. Die haben wir jetzt auf Lager für Sie zum Bestellen. Es ist Wahnsinn, dass Sie diese Rechner jetzt bei uns hier bestellen können. Ich bin immer so froh, wenn wir diese Leasing-Rückläufer haben, weil man da so viel Geld sparen kann. Hast du gestern auch gesagt, Moni, das ist unglaublich, was man hier sparen kann. Ja, wir haben uns ja nach der Show auch noch mal unterhalten. Ganz genau. Ich war fasziniert. Ja, faszinierend ist der Preis definitiv. Schauen Sie mal bei pearl.de. Da liegt der Preis bei knapp 900 Euro. Sie sparen hier nochmal obendrauf 50 Euro on top. Gibt es für Sie quasi geschenkt. Das muss man ja fast schon sagen. Also die Laptops sind wie geschenkt, die Refurbished-Produkte. Wenn man sich überlegt, wie viel man da spart, was man alternativ mit dem gesparten Geld noch alles machen kann, da kann man ja sogar in den Urlaub von fahren. Da kannst du in Urlaub fahren, ja. Ja, jetzt hier sparst du ja fast 2.000 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Und dafür kann man dann wirklich schon mal in Urlaub fahren. Aber es ist natürlich Ihre Gelegenheit jetzt hier zu einem super Preis hier, weil es ein Refurbished-Gerät ist und das wirklich, wenn Sie die neben ein Neugerät stellen, nicht zu unterscheiden hier. Unsere Refurbished-Geräte sind toll, deswegen stelle ich die so gerne vor, dass man die hier eben richtig bares Geld sparen kann. Und ein Laptop ist heute gang und gäbe. Jeder hat einen Laptop. Sie haben es gehört von Moni, Merve, ihr hattet auch alle einen Laptop in der Schule, ne? Ja, das war bei uns Pflicht. Das ist Pflicht, ne? Ja, also, wow. Also bei dir nicht? Nee, bei mir noch nicht, aber ich wäre ohne auch sehr aufgeschmissen gewesen, ja, muss ich sagen. Ne? Weil so Recherchearbeiten, die man dann so macht, nach Hausaufgaben, sind ja oft so ausgelegt auch, recherchiere mehr zu dem Thema. Wie willst du das machen ohne Computer? Ja, oder wenn du Arbeiten, so ein Referat ausdrucken willst. Oh ja, oder das so. Habe ich gerne gemacht. Oder Präsentationen. Präsentation. Ja, oder gerade zu Zeiten des Homeschoolings. Ja. Da war ja wirklich ein Laptop mit Kamera und guter Audioqualität. Das war ja gar nicht wegdenkbar. Und ich denke nicht, dass jeder einfach mal eben 3.500 Euro für einen Laptop zur Verfügung stehen hat. Gerade junge Schüler. Also da sind eben diese Refurbished-Produkte wirklich perfekt für jedes Alter. Mhm. Ja. Und gerade so als Zweitlaptop oder Drittlaptop für das kleine Kind, was dann auch mal sich dran machen darf, um so eben für die Schule auch schöne Sachen zu recherchieren. Es gibt ja auch viele Unterstützungsmöglichkeiten im Internet, ne? Ja. So Videos, die man sich mal zur Bruchrechnung anschauen kann oder sowas. Ja, du musst einfach auch jetzt auch für den Heimbereich, ne? Wenn man heute irgendwie wissen will, Mensch, wie kriege ich einen Fleck aus dem Hemd raus, guckt man auch im Internet nach. Ne? Mhm. Das sind diese, wie nennt sich das? Home-Hacking oder so. So Hacks, ja? So oder Hacks. How-Tos oder so. Oder How-Tos, ne? Life-Hacks heißt es. Ich habe es gerade gehört. Mensch, ich bin alt geworden. Komisch. Aber es gibt so viele Sachen, was man mit dem Laptop machen kann. Ne? Und das ist jetzt unser Spitzenmodell. Generell würde ich sagen, also von den Werten, die hier drin sind, haben wir halt wirklich alles, was man sich wünschen kann, inklusive einer Bang & Olufsen Soundanlage. Wow, also für alle Soundliebhaber, Game-Liebhaber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Modell. Oder auch für alle diejenigen, die einfach sagen, ich möchte hier höchste Qualität haben und möchte ein HP ZBook mir mal gönnen, dann ist das jetzt hier die Gelegenheit. Die Bestellnummer ist die REF 1541 und die 569.
kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, genauso wie jedes andere Refurbished-Produkt, was wir Ihnen hier präsentieren. Die Versandkosten, die schenken wir Ihnen. Und vielleicht auch noch ein ganz guter Hinweis für Sie, Sie haben auch über www.pearl.tv, wenn Sie online bestellen, verschiedenste Bezahlmöglichkeiten. Also wenn Sie da noch ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten haben möchten, dann bestellen Sie gerne auch online. Das ist auch gar kein Problem. Vor allem, weil Sie hier auch beispielsweise über PayPal, das ist mal so ein kleiner Tipp noch, über PayPal können Sie auch Ratenzahlungen machen. Das nur ein kleiner Tipp am Rande. Wir haben aber jetzt nicht nur HP-Rechner hier für Sie, sondern auch zum Beispiel ein Fujitsu-Rechner. Und den jetzt vielleicht so, wie Sie es schon kennen, als Desktop-PC. Also eine richtige Arbeitsplatzstation. Wenn Sie noch zu Hause einen Schreibtisch haben und einfach einen festen Arbeitsplatz haben möchten, dann ist das das Perfekte für Sie. Denn viele haben das ja auch gerne, dass sie so einen schönen Arbeitsplatz haben mit einem PC, der gerne da stehen bleiben darf, mit einem ordentlichen Schreibtisch. Und dann kann man da vielleicht noch Homeoffice-Arbeiten erledigen, die Steuererklärung machen, Online-Banking. Ja, aber es macht gleich viel, viel mehr Spaß, wenn ich auch entsprechende Technik habe, die mich da unterstützt und die auch flott unterwegs ist. Ne? Dass ich schnell Dateien öffnen kann, dass ich schnell mal ins Internet zwischendurch gehen kann. Ja. Und das eben auch an einem schönen Arbeitsplatz. Hier haben wir das gute Stück, was genau da bei Ihnen zu Hause stehen darf. Auch das refurbished, richtig? Es ist auch refurbished. Auch hier sparen Sie wieder jede Menge Geld. Und das können wir alle gut brauchen. Alles wird teurer. Wir haben Refurbished-Rechner, die Ihnen erlauben, die gleiche Arbeit wie mit einem Neugerät zu machen. Die sind von der Technik her und von der Optik nicht von einem Neugerät zu unterscheiden. Du hast ganz richtig gesagt, wir haben ja einen sogenannten Desktop-Rechner, auch Windows natürlich. Bei all unseren Rechnern ist übrigens das neueste Windows aufgespielt. Sie kriegen ein reines System, da ist nichts anderes drauf und Sie können sofort loslegen. Desktop-Rechner hat so den großen, großen Vorteil, dass man hier einen Arbeitsplatz hat, einen richtigen Arbeitsplatz hat. Ne? Mhm. Mit dem Laptop, da setzt man sich schon mal auf die Couch oder lässt sich leichter ablenken. Hier hat man einen richtigen Arbeitsplatz. Und natürlich kriegt man hier für das Geld viel mehr Rechenpower. Wir haben hier den Fujitsu Esprimo. Das ist ein Versand, ein Leasing-Rückläufer. Der hat einen Core i7, also den schnellen Prozessor von Intel mit drin. Hat 16 GB RAM. RAM hatte ich erklärt. Wie gesagt, Microsoft empfiehlt 4. Wir haben hier 16 drin. Das heißt, Sie sind auf lange, lange, lange Zeit sicher unterwegs. Die 512 GB SSD-Festplatte ist hier drin. Windows 10 natürlich. Und was hier auch noch drin ist, ist ein DVD-Brenner. Und das finde ich eben auch wichtig. Hat man auch seltener? Ja, hat man immer seltener. Aber sag mal, wenn brennt CDs und DVDs und liest die natürlich auch. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, meiner Mutter Fotos schicken will, wenn die keinen Computer hätte, könnte sie die einfach im DVD-Player tun und sich die Fotos ansehen. Oder wenn ich, was wir sehr gerne machen, wir gehen in die Stadtbibliothek und leihen uns Audiobücher. Und dann digitalisiere ich die und kann die bei mir auf dem Handy dann hören. Das sind so praktische Sachen, das sind so kleine praktische Sachen, die man hier machen kann. Fujitsu ist übrigens auch natürlich eine Weltmarke. Ist Ihnen vielleicht nicht so geläufig, weil die nur Geschäftsrechner machen, ausschließlich. Ist aber in der Geschäftsrechnerwelt natürlich etabliert, der zweit- oder drittgrößte Hersteller, glaube ich, der Welt für Geschäftsrechner. Das heißt, auch hier bekommen Sie solide Technik, auf die man sich verlassen kann. Und das ist wichtig. Wenn Sie nicht so gute Technik drin haben, dann brennt irgendwann der Speicher durch oder die Festplatte geht schneller kaputt. Das ist einfach, auf den kann man sich verlassen. Das passiert immer in dem Moment, wo Sie es am wenigsten brauchen können, glauben Sie mir. Wenn Sie mitten in irgendeiner Präsentation sind oder versuchen, etwas zu kreieren, ob das ein Dokument ist, dann stürzt es ab. Oder wenn man mit in der, wie sagtest du so schön, Steuererklärung ist. Macht ihr eure Steuererklärung am Computer, Merve und Moni? Ich habe das am Computer gemacht, aber ich mache das jetzt über eine App, weil ich habe keinen Stand-PC mehr. Also ich habe keinen sozusagen PC mehr, der mir das alles vereinfacht. Aber früher schon, ja. Ja. Und du, Moni? Ich habe meinen Steuerberater. Du hast deinen Steuerberater. Ja, das ist einfach, der will wenn man sich auch das die ganzen kann. Dokumente haben. Das ist es ja. Ne? Ja, ja. Also der will ja auch die Dateien abgespeichert haben und will die irgendwie bekommen. Könnte man tatsächlich dann auch im Briefumschlag stecken und ihm alles zukommen lassen. Aber das ist es ja. Ne?
zunehmend müssen wir immer mehr Dinge digital erledigen. Ja. An einem PC mit einem E-Mail-Programm, was Sie hier auch schon vorinstalliert haben bei Windows. Ja. Das sind so viele Möglichkeiten, die teilweise auch gar nicht mehr, wo kein Weg mehr drum herum führt teilweise. Ne? Ja, du kriegst auch eine Textverarbeitung dazu. Du bist bei Windows dabei. Es ist alles dabei bei Windows. Du kannst also sofort loslegen. Und das ist hier jetzt, schauen Sie mal, für 469 Euro bekommen Sie hier einen Rechner mit dieser Technik drin. Da kann man natürlich dann auch einen richtigen Monitor anschließen, eine richtige Tastatur. Das ist alles Vorteil von diesen, das sind alles Vorteile von diesen Desktop-Rechnern, wie wir hier jetzt unseren Fujitsu haben. Ich mag das Gerät sehr gerne. Ich finde das toll, als Desktop-PC einen großen, vernünftigen Rechner zu haben. Schauen Sie mal, hier ist irgendwo das CD-Laufwerk. Kannst du es mal aufmachen? Ich sehe den Knopf von hier gar nicht so richtig. Das ist kein Tassenhalter. Keine Schublade für Ihre Tasse. Hier legen Sie dann CDs oder DVDs rein und können die dann eben brennen oder lesen. Das ist alles mit drin hier. Und wir machen so viele Sachen online heutzutage. Mit Homebanking, Homeschooling. Für die Schule natürlich. Ne? Sie wollen doch, dass Ihre Kinder alle Möglichkeiten haben, erfolgreich in der Schule zu sein. Und dafür ist so ein Rechner natürlich ideal. Ja, ich finde das wunderbar. Das hat auch seinen Charme, eben so einen Arbeitsplatz einzurichten mit so einem Desktop-PC. Sie können den natürlich hier auf dem Tisch platzieren, wie wir das gemacht haben. Ja. Sie können ihn aber auch ganz einfach unterm Tisch platzieren. Das ist Ihnen überlassen. Hm. Fakt ist, Sie sparen auch hier bei diesem PC wieder einiges. Schauen wir uns hier auch noch mal gerne den Pearl.de-Preis im Vergleich an. Der liegt bei knapp 500 Euro. Da sparen Sie also noch mal 30 Euro. Wie gesagt, der Preis ist ohnehin schon sehr, sehr günstig, weil es sich hier um einen Leasing, einen geprüften Leasing-Rückläufer handelt. Aber das sind eben geprüfte Geräte, wo Sie sich drauf verlassen können. Die funktionieren, die haben sich bewährt und es ist ein Markenprodukt. Die Bestellnummer ist die REF 2451 und die 569. Also da müssen Sie schon wirklich echt lange suchen, um überhaupt einen Rechner zu finden, der lieferbar ist. Ja, aber dieser Desktop-Rechner, das wollte ich eben noch mal sagen. Ja. Schauen Sie mal, 469 Euro, da sind wir ungefähr in der Technikklasse von dem großen Setbook, was wir eben gesehen haben. Aber Sie bekommen das als Desktop, sparen Sie eben jede Menge Geld nochmal. Die sind preiswerter als Laptops für die gleiche Technik, haben da eben auch mehr Platz. Für den Desktop brauchen Sie natürlich auch einen tollen Monitor. Schauen Sie mal hier, was wir hier haben. Der Monitor ist auch von Fujitsu und der ist weiß. Ist das nicht schön? Sehr schick, ja. Der sieht sehr, sehr schick aus hier. Und den kann man... Ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich sehe es jetzt direkt, man kann den neigen, ne? Das finde ich auch immer sehr gut. Ja, man muss natürlich optimal am Tisch sitzen, das heißt ideal, Moment, ich stelle es mal, so spiegelt es nicht, ideal natürlich hier in der Höhe zu verstellen. Es ist ergonomisch unglaublich wichtig, man kann es nach vorne neigen und nach hinten neigen nochmal, unglaublich wichtig, dass wir eben richtig zum Monitor sitzen und beim Monitor würde es jetzt genau passen, so auf Augenhöhe soll man den haben, dass man keine Rückenschmerzen bekommt. Und Sie sehen die Farben hier, es ist also ein richtig sehr schöner Monitor, riesengroß hier mit 24 Zoll, das sind fast 61 Zentimeter. Er hat die Lautsprecher integriert. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man eben hier nicht noch rechts und links irgendwelche Lautsprecher aufbauen muss, weil so ein Desktop hat ja keine Lautsprecher. Und wir haben auch nochmal USB-Ports hier unten, wo wir einfach nochmal externe Geräte reinstecken können. Perfekt. Er kann außerdem, und das finde ich immer so beeindruckend, man kann den drehen. Und zwar, doch, das ist die sogenannte Pivot-Funktion. Guck mal, jetzt habe ich den hochkant und dann kann ich ganz einfach mit einer Tastenkombination, das mache ich mal eben, das umstellen, dass das dann eben auch hochkant ist. Dauert einen kleinen Moment, guck Wahnsinn. Mal jetzt. Wahnsinn. Das ist bei Videos nicht so interessant, aber ich zeige Ihnen mal was. Ich habe hier nämlich ein Dokument. Guck mal, und jetzt kann ich nämlich die ganze Seite sehen. Wenn ich das nämlich nur sonst eben normal im Querformat habe, könnte ich das Bild überhaupt nicht sehen. Ich drehe mal zurück, dass Sie das sehen. Das ist bei Windows eine ganz einfache Tastenkombination, mit der Sie das machen können. Ich stelle ihn mal wieder gerade.
Und da siehst du, ich sehe das Bild nicht. Ja, stimmt. Ne? Mhm. Ich kann also jetzt eine ganze Seite bearbeiten, ich kann eine ganze Webseite sehen. So eine Internetseite ist ja auch immer sehr lang, ne? Und hoch. Mhm. Ne? Ich habe also viel mehr Bildschirmfläche hier und durch dieses Drehen, das finde ich unglaublich praktisch. Und ich würde mir auch keinen Monitor mehr kaufen, der das nicht kann hier. Von Fujitsu. Wusstest du, dass man Monitore drehen kann und dann das Ganze... Nee, ich wusste das nicht. Ich bin ganz begeistert, weil das ist echt hilfreich, wenn man irgendwie einen Text hat, einen langen, oder auch einen Brief schreiben muss oder eine E-Mail, dann hat man ja echt Platz. Das hat einfach mehr Möglichkeiten. Ja. Ne? Das finde ich so toll. Ja. Wer hätte das gedacht? Ne? Also gerade so ein Dokument, ein DIN A4-Dokument, quasi hier 1:1 abbilden zu können, wenn ich den hochkant mache. Wenn nicht sogar noch größer als in A4. Das ist fantastisch. Ja, soll ich es nochmal umstellen hier? Ja. Also wirklich kinderleicht zu machen. Man dreht den Monitor hier um und dann drückt man einfach Steuerung, Alt und eine Richtungstaste. Und dann dreht sich das ganze Dokument und wir können jetzt... Wow. Das sind du, Carsten, und ich, ne? Wo wir mal Zahnbürsten vorgestellt haben, glaube ich. Unsere Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxis war das. Ja, also ein ganz, ganz toller Monitor hier. Ja. Einfach zu verbinden natürlich mit unserem Desktop hier. Super schick in weiß und mit diesen ganzen Funktionen. Ich finde, worauf ich immer achte, ist, dass die Lautsprecher drin haben, dass ich da nichts Externes anschließen muss. Und eben auf diese Pivo-Funktion. Ich finde das wirklich sehr angenehm, mal in Zoom-Format zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ist übrigens auch sehr gut als Zweitbildschirm geeignet, wenn Sie sich schon für ein Notebook entschieden haben. Ja. Dann ist das ja auch sehr angenehm, eine große Bildschirmfläche noch in Ergänzung zu haben. Kann man da einfach anschließen. Können Sie dann auch da einfach anschließen. Ich finde es eine schöne Sache, hier diesen Bildschirm in Verbindung mit dem vorherigen Fujitsu Desktop-PC, den wir Ihnen vorgestellt haben, weil Sie hier auch die perfekte Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz einzurichten für die Familie. Der Bildschirm ist höhenverstellbar, also Kinder können da genauso perfekt das auf Augenhöhe einstellen wie Erwachsene. Ich sage Ihnen noch ganz schnell die Bestellnummer, das ist die REF 3110 und die 569 für den Bildschirm. Übrigens auch ein sehr guter Preis. Ja. Und wenn Sie schon dabei sind und Ihren Arbeitsplatz vollständig gestalten möchten, dann fehlt Ihnen was noch? Die Tastatur und die Maus. Die haben wir auch noch für Sie hier. Ja, da haben wir eine kabellose Kombination hier. Kabellos bedeutet, natürlich, sie hat kein Kabel, aber was das für Sie bedeutet ist, Sie können auf dem Schreibtisch eine Tasse Kaffee hinstellen, ohne je Angst zu haben, dass die umfällt. Eine Flasche mit Wasser, egal was, das Kabel ist nicht mehr im Weg. Ich liebe es ja auch, so zum Tippen mal die Tastatur so auf den Schoß zu legen. Mhm. Weißt du? Da ist man richtig unabhängig hier, hat eine Reichweite, ich glaube, 5 oder 10 Meter sowas, also es reicht wirklich für alles. Und die Maus liegt super in der Hand, die ist ergonomisch. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Und sehr, sehr leise. Das ist ja auch manchmal furchtbar. Ja. Ich habe mal in so einem Großraumbüro gearbeitet. Das war furchtbar. Da hast du immer nur klick, 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 klick gehört. Ja. Das ist eine super Tastatur hier auch noch dazu. Die ist neu, die ist nicht refurbished. Können Sie am besten gleich mitbestellen. Vielleicht haben Sie auch zu Hause eine Tastatur. Die sollten Sie definitiv auswechseln. Egal, ob die kabellos ist oder nicht. Weil die wird nie richtig sauber gemacht. Und die ist dreckiger als Toilettendeckel nach 2 Jahren, habe ich mal gelesen. Und vor allem ist die Tastatur sehr, sehr leise, gerade für einen Familienarbeitsplatz auch sehr, sehr gut geeignet, weil dann nervt man niemanden, zum Beispiel auch gerade die Jugendlichen, die gerne mal spielen. Ne? Das ist ja auch immer so sehr, sehr laut und energisch kann das mal werden. Da ist das schön, wenn Sie hier einen flüsterleisen Betrieb haben. Und der Preis, der ist wirklich wahnsinnig, obwohl es kein Refurbished ist, sondern tatsächlich Neuware, die Sie hier für 23,74 € bekommen können. Maus und Tastatur in einem. Die Bestellnummer ist die PX4180 und die 569. Und jetzt? Wow. Jetzt wollen wir mal rüber in die... Jetzt kommen wir in die High-Class-Kategorie. Wow. Wir verschwinden in die Apple-Welt. Und da kann man ja wirklich... Also das ist doch schon so schick. Ne? Da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das wirkt schon so, wie es hier steht. Ja, es ist also ein wunderschöner Rechner. Riesengroß. Auch hier haben wir wieder 27 Zoll jetzt. Das ist also der größte Monitor, den Sie hier bei uns in der Sendung sehen. Mit 68 Zentimeter hier. Ist ein iMac. iMac ist... der Desktop-Rechner von Apple. Und der ist wie alle Apple-Geräte natürlich wunderschön und hochklassig. Ist ein richtig schöner, wunderhübscher Rechner. Ich zeige Ihnen den mal von der Seite. Das ist ein sogenannter All-in-One. Das heißt, schauen Sie mal,
So sieht er von der Seite aus. Das ist alles. Und so sieht er von hinten aus. Den kann man mitten in den Raum stellen. Der ist so wunderschön. Ja, da ist jetzt alles drin. Die ganze Technik ist hier drin. Wir haben hier eine 1 Terabyte große Festplatte zum Beispiel drin. Und natürlich auch noch eine 128 Gigabyte große SSD-Festplatte, wo dann eben das Betriebssystem drauf ist. Für Ihre Daten haben wir dann eine 1 Terabyte große Festplatte. Das Display, möchte ich jetzt noch mal ganz besonders drauf eingehen, ist ein hochklassiges Display, was mehr Farben hat als ein normaler LCD-Bildschirm, was mehr Kontrast hat als ein LCD-Bildschirm. Sie haben hier einen Apple iMac für unter 1.000 Euro. Mit allem, was dazu gehört. Tolle Boxen, eine Kamera, die hier vorne eingebaut ist. Reden wir mal über Software und Betriebssystem. Das ist ein Apple-Rechner, das heißt, wir haben ja natürlich das Apple-Betriebssystem drauf. Das neueste ist hier übrigens drauf. Mit allen Programmen, schauen Sie mal hier unten. Da haben wir so eine Leiste an Programmen, was da alles schon vorinstalliert ist. Wir haben Spiele, wir haben Textverarbeitung, wir haben FaceTime, diese Konferenzsoftware, dass Sie also mit Handys, mit Apple, anderen Apple-Handys, die Sie so kommunizieren können, diese tolle, tolle Videokonferenzsoftware. Wir haben Siri ist da sogar drin. Es ist alles drin, was Sie von einem Apple kennen. Und wenn Sie ein iPhone haben, wenn Sie sich hier ruckzuck zurechtfinden. Aber auch wenn Sie kein iPhone haben, noch nie einen Computer besessen haben, finden Sie sich hiermit einfach zurecht. Merve, du hast auch alles von Apple, ne? Ja, alles. Und, warum hast du alles von Apple? Also einmal die Hardware von Apple, also das Äußere, aber auch die Software von Apple ist eben super kompatibel. Wenn man ein Apple-Gerät hat, kann man das mit allen anderen verbinden über die iCloud. Aha. Und ich finde, es sieht immer sehr stilvoll aus. Also ich finde, Apple ist auch irgendwie so, gerade auch bei uns in der Generation, so ein Markenzeichen. Also Apple hat sich da einfach wirklich so ein großes Standbein gebaut. Und ich meine, es spricht ältere Generationen an, weil es super einfach zu bedienen ist. Man hat hier unten alle Apps. Ja. Und die Apps haben immer genau die gleiche Aufmachung wie auch auf dem iPad oder auf dem iPhone. Also auf jedem Apple-Gerät, das sieht einfach gleich aus. Mhm. Und das, finde ich, vereinfacht alles nochmal sehr. Mhm. Ja, und man hat keine Probleme, da reinzukommen. Ne? Das nee, ist gar nicht. Und das Schöne an dem iMac finde ich eben, dass es alles in einem ist. Es sieht super stylisch aus, wenn du ein iMac auf dem Schreibtisch stehen hast. Ja. Und es ist alles in einem. Es sieht immer schön aus. Und Apple ist auch bewährte Qualität. Ne? Also ich muss gestehen, ich habe schon echt lange Apple-Computer und jeder einzelne, den ich hatte, habe ich immer noch, weil die immer noch funktionieren würden. Ja. Also es ist Wahnsinn. Ich habe so einen Laptop immer so um die 7-8 Jahre. Wirklich. 7-8 Jahre. Überlegen Sie sich das mal. Wie lange hält Ihr Laptop normalerweise? Bestimmt nicht 7 oder 8 Jahre. Weißt du, ich habe sogar noch den ganz alten Apple-Computer gehabt, dieser ganz große, bunte. Auch der funktioniert immer noch. Ne? Ja. Also das ist echt der Wahnsinn. Also ich gehe da nicht mehr weg von, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach die Bedienung total toll finde. Es sind auch die Kleinigkeiten, wenn man sich schon allein hier den Bildschirmschoner anschaut. Ne? Der ist übrigens jetzt gerade dunkel, weil wir es gerade in diesem Moment hier Abend haben. Am nächsten Morgen sehen Sie da einen Sonnenaufgang. Das sind so Kleinigkeiten, aber das finde ich einfach toll. Ja, es gibt einen Grund, warum Leute Apple begeistert sind, weil halt wirklich alles zusammenpasst. Alle Software hier ist von Apple. Das heißt, es passt wirklich alles zusammen. Die Bedienung von jedem einzelnen Programm ist identisch und sehr, sehr intuitiv und leicht zu lernen. Das ist der Vorteil von Apple. Deswegen gibt es so viele Leute, die nur Apple wollen. Und Apple ist, wie du gesagt hast, ein Statussymbol über Generationen. Also bei uns natürlich auch. Bei euch, bei uns, bei Rebecca, überall. Weil das was Teures, Exklusives ist. Aber nicht bei uns, weil wir hier einen refurbished iMac haben. Refurbished, erste Wahl. Das heißt, Sie bekommen diesen Rechner. Der ist von einem Neugerät nicht zu unterscheiden, wenn Sie die nebeneinander stellen, wenn Sie keinen Unterschied sehen. Ein Apple iMac für unter 1.000 Euro. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und das machen wir Ihnen jetzt sogar möglich und zwar lieferbar, jetzt sofort. Die haben wir gerade ab Lager lieferbar in einem begrenzten Kontingent. Mhm. Das ist erschöpflich, dieses Kontingent, weil das eben Leasing-Rückläufer sind und deswegen können wir Ihnen diesen Preis hier ermöglichen von unter 1.000 Euro. Schauen wir mal bei pearl.de. Im Vergleich liegt da der Preis bei knapp 1.100 Euro.
100 Euro, einen ganzen 100er sparen Sie noch oben drauf. Und jeder, der sich schon mal umgeschaut hat, ne, zum Beispiel bei uns vielleicht mal oder vielleicht mal in einem Fachmarkt für Computer, das sind so die Geräte, da steht man davor und denkt sich so, oh, ist schön, aber es ist vielleicht nichts für meinen Geldbeutel. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, einen richtigen, schönen, großen iMac sich nach Hause zu holen. Also manchmal denke ich mir auch so, ich habe so einen kleinen MacBook, aber da schaue ich schon neidisch hin, wenn Leute so einen iMac haben, weil das ist einfach Arbeiten auf einem neuen Level oder alle Arbeiten, die man sonst so erledigt im Internet beispielsweise, das macht so nochmal viel, viel mehr Spaß. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt einen Grund, warum Leute Apple-Jünger sind. Ne? Ja, und wer einmal einen Apple gehabt hat, der will immer wieder Apple, weil das eben alles zusammenpasst. Und wenn Sie mehrere Apple-Geräte haben, vielleicht haben Sie schon ein iPhone, ein iPad oder ein MacBook, dann passt das alles zusammen. Du hast es gesagt mit der iCloud. iCloud ist auch so eine Sache, die ist für Apple eben ganz besonders, dass da, wenn Sie ein Foto machen auf Ihrem iPhone, ist das im Nu hier auf Ihrem Computer auch. Das ist auf allen Ihren Apple-Geräten. Da muss man gar nichts für machen, ne? Da muss man überhaupt nichts machen, keine Kabel reinstecken, nichts überspielen. Ganz, ganz einfach. Das ist einfach so dieses Innovative, was Apple macht. Die sind immer die Ersten mit ihrer Technik. Hier natürlich das Design herausragend. Ich meine, es gibt Grund dafür, dass viele Apple-Geräte in Museen stehen aufgrund ihres Designs. Das ist hier eben gegeben mit diesem tollen iMac. Und den bekommen Sie nochmal hier für unter 1.000 Euro, solange der Vorrat reicht. Bestellen Sie jetzt und zögern Sie bitte, bitte nicht. Die Bestellnummer ist die REF 4094 und die 569. Die Kontingente sind begrenzt. Ich sage es gerne nochmal, weil wir haben ja auch nicht immer einen iMac da. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, Ihnen so einen iMac zu präsentieren, vor allem zu dem Preis. Da muss man einfach schnell sein, vor allem, weil Sie anderswo auch gerade sehr, sehr schlecht an PCs rankommen. Wir haben es schon mal gesagt, aber es ist einfach so. Nutzen Sie die Chance, dass Sie jetzt hier zugeschaltet haben in dieser Sendung, dass Sie sich hier einen PC aussuchen können, kann man fast schon so sagen, bei der Bandbreite, die wir bis hierher präsentiert haben. Und das wirklich zu einem einmalig guten Preis, kann man so sagen. Wir haben jetzt zumindest optisch, sieht es so aus, wie wenn es jetzt fast der gleiche wäre. Aber sieht was ist denn da Zwillinge, der Unterschied, ne, zu dem vorherigen Modell? Dieses Modell hat jetzt ein ist das Nachfolgemodell davon. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen größer, noch ein bisschen interessanter von der Technik. Wir haben hier ein Retina-Display. Diese Tastatur funktioniert hier. Entschuldige, Merve. Wir haben hier ein Retina-Display. Retina bedeutet ja Netzhaut. Das heißt, hier haben wir jetzt noch mehr Farben, noch mehr Kontrast, noch mehr Schärfe im Bild. Und das sieht man einfach. Wow. Das ist so toll gemacht, dieser Bildschirm hier. Und auch dieser Rechner hier. Ich möchte Ihnen noch mal von der Seite zeigen, wie toll und hübsch dieser Rechner ist. Schauen Sie mal. Ich drehe mal andersrum, dann kommen wir hier nicht. Das ist das einzige Kabel, was an diesem Rechner hängt. Das ist schon mal eine Sensation, ne? Und in diesem Rechner, hier ist alles drin. Da ist die Festplatte drin, da ist der Speicher drin, da sind die Lautsprecher drin, da ist das Mikrofon drin. Es ist alles drin. Und schauen Sie mal, wenn Sie ihn mitten in den Raum stellen, wie schön der auch von hinten ist. Dieses tolle, tolle Silber und hier das Spiegelnde, kriegen wir das hin hier irgendwie mit den Kameras, dieses Spiegelnde, das ist verspiegelt hier, dieser abgebissene Apfel. Und das ist einfach eine Sache, die ist ein Statussymbol. Bei euch hast du ja auch gesagt, Merve, ne? Ja. Auf jeden Fall. Das ist was ganz Besonderes, sowas zu haben. Und das ist jetzt einer, ich sage Ihnen mal den Unterschied, den wir hier haben. Wir haben einmal das Retina-Display. Wir haben genauso viel RAM, auch 16 GB. Wir haben eine doppelt so große Festplatte mit 2 Terabyte. Du zeigst hier gerade mal, was für Programme alles mitkommen. Das ist bei dem anderen auch. Das kriegen Sie alles schon mit dazu. Da ist alles dabei. Ihr Musikprogramm, Ihr Filmprogramm, Ihre Textverarbeitung. Natürlich Siri ist dabei. Es ist wirklich an alles gedacht hier. Da unten sehen wir die Leiste. Diese Programme kommen alle mit dazu. Die brauchen Sie sich nicht extra zu kaufen. Siri finde ich sowieso fantastisch. Das kennen Sie vielleicht. Da kann man einfach eine Frage stellen und es wird einem geantwortet. Oh. Siri, zeig mir den Weg nach Bremen.
Jetzt wird er. Siri braucht immer Internet. Also, das ist immer ganz wichtig. Haben wir kein Internet? Ich glaube, wir haben gerade kein Internet. Doch, sie kümmert sich drum. Sie hat ein Verbindungsproblem. Also bei Apple. Also wir haben im Moment kein Internet hier, aber das ist so eine Sache, da will in einem Fragen beantworten. Es ist so komfortabel, mit diesem Siri zu arbeiten. Ich will noch was anderes probieren. Hey Siri, erzähle mir einen Witz. Ja, der erzählt Ihnen auch Witze. Wie gesagt, wir haben kein Internet, also im Moment wird es nicht funktionieren. Ach so, stimmt. Aber es ist ein Hingucker hier. Wir haben hier einen iMac, der normalerweise auch deutlich mehr Geld kostet. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Dadurch, dass der refurbished ist, können wir Ihnen den für 1.154 Euro anbieten. Ja, die Bestellnummer ist die REF 4079 und die 569. Und passend dazu haben wir auch optisch vor allem passend die Tastatur und Maus noch für Sie, auch im Alu-Look. Das sehen Sie jetzt schon, ne? Also es hat genau diese Optik von dem Apple iMac und passt perfekt dazu. Ja, wir haben hier zwei davon. Eine, da sitzt Moni vor bei dem einen. Wir haben die andere hier. Und Moni, die fasst sich doch super an. Also die auch genauso edel wie der Apple, ne? Ja, absolut. Sehr edel, das sieht auch sehr schön aus vom Design her und auch ohne Kabel und auch die Maus dazu, die liegt gut in der Hand. Aha. Wahnsinn. Und die gleiche Optik, wenn Sie das Original von Apple kaufen würden, würde das 100, 150 Euro kosten. Wir haben diese tolle, tolle Tastatur für 18,99 Euro natürlich auch kabellos. Plug and Play übrigens, die stecken Sie einfach rein und es funktioniert. Sie haben hinten so einen kleinen Dongle, den stecken Sie in den USB-Port und dann funktioniert das. Es ist einfach fantastisch, diese Apple-Angebote ist was ganz, ganz, das ganz Besonderes. Die haben wir nicht oft. Und egal, ob Sie jetzt den für unter 1.000 nehmen oder hier unser Spitzenmodell für 1.149 mit nochmal größerer Festplatte mit dem Retina-Display, also hat nochmal ein schöneres Display. Sie machen alles richtig. Die Tastatur am besten gleich mitbestellen. Definitiv, die passt perfekt hier mit dazu. Die Bestellnummer ist die PX4888 und die 569 für die Tastatur und die Maus. Vielleicht gefallen sie Ihnen auch so für Ihren Laptop oder PC, den Sie schon zu Hause haben. Gerne einfach bestellen. Für den Preis 18,99 Euro für Tastatur und Maus machen Sie nur alles richtig. Ja, das waren unsere iMacs. Das ist wirklich ein Highlight. Die Produktpalette, die wir Ihnen in dieser Sendung präsentieren können. Das ist der Wahnsinn. Alles geprüfte Leasing-Rückläufer, geprüft und deshalb auch auf einem Top-Stand, alle bewährt Markenprodukte. Das waren jetzt Desktop-PCs, aber wir haben ja auch noch unsere HP-Rechner gehabt, unsere Notebooks, die wollen wir uns auch noch mal ganz kurz zusammenfassend ansehen. Also egal, welchen Rechner Sie sich hier zulegen, Sie sparen, sparen, sparen. Das sind Geräte, die normalerweise unter 1.000 Euro nicht zu bekommen sind. Dieser Rechner ist ein ideales Allround-Gerät, für alles geeignet, wirklich, trotz des Preises. Dieser Rechner kostet neu deutlich, deutlich mehr und Sie sind clever, weil Sie hier sparen als Refurbished-Rechner. 349,99 Euro ist Ihr Preis. Da kann man Ihnen gratulieren, dass Sie just in diesem Moment hier eingeschaltet haben und so ein Schnäppchen schlagen können für einen HP-Rechner. Die Bestellnummer ist die REF 1535 und die 569 für dieses Elite-Book. Wir haben Ihnen aber auch noch Z-Books mitgebracht, die wir uns auch noch anschauen wollen. Das erste aus der zweiten Generation, ne? Das erste ist G2, das heißt zweite Generation. Das sind Rechner, hier sehen wir beide nebeneinander. Wir haben das G2 und daneben gleich noch das G3. Das sind Rechner, die normalerweise beim Händler in der Vitrine stehen. Man muss den Verkäufer holen, der kommt dann mit einem Schlüssel und holt ihn ganz vorsichtig mit weißen Handschuhen raus. Bei uns kriegen Sie den Rechner zu einem normalen Preis, sage ich mal. Ursprünglich kostet dieser Rechner in der unverbindlichen Preisempfehlung hier weit über 2.000 Euro. Sie bekommen diesen Spitzenrechner zu einem Preis, wo Sie normalerweise losgehen und ich will mir einen billigen Laptop kaufen. Das ist voll in Ihrem Budget, aber Sie kriegen so viel mehr dazu. Hier sehen wir es nochmal. 699,99 Euro für dieses HP ZBook. Die Bestellnummer ist die REF 1532 und die 569. Das ist wirklich
wirklich der Wahnsinn, wenn man jetzt hier im Schnelldurchlauf sich nochmal anschaut, was ja, für Preise wir hier, ne, möglich, boah, machen. Das ist der Wahnsinn. Und wir schauen auch noch uns das Nachfolgermodell an von dem Z-Book. Z-Book G3, da kriegen wir dann auch nochmal, wir kriegen vor allem Bang & Olufsen Sound, wir kriegen mehr RAM und das ist eben eine Sache, das ist ein Desktop-Rechner im Laptop-Format. Der kostet über 3000 Euro. Da sehen Sie schon mal, was Sie heute sparen können. Es ist ein absoluter Spitzenrechner, Hammerrechner. Ich weiß nicht, wie wir das mit dem Preis machen. Es ist ein Refurbished-Rechner, bei dem Sie alles richtig machen. Spitzenrechner und, wenn ich es richtig gesehen habe, auch der Spitzenreiter, wenn es um die Ersparnis, ja, geht, im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Da sparen Sie nämlich 78%. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 849,99 € ist Ihr Preis und die Bestellnummer ist die REF 1541 und die 569. Ja, habt ihr drei was gefunden, was euch interessiert hier? Ja, oh, welchen? Also jedes Mal flashen mich die iMacs. Ich habe einen, aber ich finde sie trotzdem immer wieder toll. Also, ja, also ich spekuliere mit ihm hier. gut, dass die hier fest sind, dass wir die nicht mitnehmen können. Und du? Ja, ich will jetzt nicht langweilig sein, aber ja, es ist einfach von dem Bild her. Ihr seid alle von der Optik geflasht. Aber es kann ja auch hier ein iMac sein und in Ergänzung dazu ein HP Z-Book oder EliteBook. Ja. Das wäre so eine schöne Kombination, finde ich. Ja. Suchen Sie sich Ihren Rechner aus. Ich bin sicher, er war dabei. Sie sind alle lieferbar. Noch, wir haben ein Kontingent. Wenn das weg ist, ist es weg. Tolle, tolle Rechner. Es hat Spaß gemacht, die Stunde mit Ihnen zu verbringen. Bleiben Sie bei Pearl TV. Wir haben noch viel mit Ihnen vor heute.